Und wie lief's bei Lysander so? Ich bin eigens hier, was? Hergeeilt, um dir zu erklären, wie man das legendäre Reshiram wieder zum Leben erweckt. Ich dachte, es sei besser, das persönlich zu tun, als es dir über den Visocaster mitzuteilen. Also, um zum Kern zur Sache zu kommen. Ich habe noch keine Ahnung. Aber das Pokémon erwacht bestimmt, wenn bei jemandem, den es für würdig bestimmt, befindet er. Aber erstmal muss ich dir gratulieren. Du hast alle 8 Orte der Einarregion errungen. Wie stark du geworden bist, ist das vielleicht gar nicht so. Also, dir ist gar nicht, vielleicht das gar nicht so bewusst, aber du bist nicht mehr der Trainer, der damals Aventia verlassen hat. Also, dann verrate ich dir mal, wohin ein Trainer geht, der bereits alle Pokémon-Arenen gemeistert hat. Ja, wohin wohl? Sicher nicht in einen Puff rein oder so. Seufz. Durchstreite das Tor dort und du gelangst auf Route 10. Hinter dem Ordenskontrolltorn liegt die Siegestraße. Und die führt dich schließlich zur Pokémon-Arena. Pokémon-Liga. Das erinnert mich daran, wie ich dich im Pokémon Center von Gavina herumgeführt habe, Kevin. Was mich auch sehr genervt hat damals. Sag mal, bereust du es eigentlich, mit den Pokémon auf Reisen gegangen zu sein? Nee. Danke, über diese Antwort freue ich mich von ganzem Herzen. Okay, was? Es hat mich damals auch riesig gefreut, euch diese Pokémon zu schenken. Das war einfach so eine schöne Begegnung zwischen Mensch und Pokémon. Ein Geschenk für dich, Kevin. Meisterball. Wetten? Ja, natürlich, Meisterball. Der Meisterball ist der beste Ball, ja, der Ball der Bälle. Er doch stets jedes Pokémon. Also er fängt jedes Pokémon. So, beim ersten Schlag. Es tut mir leid, dass ich dich nur auf diese Weise unterstützen kann. Kevin, was auch immer geschieht, die Pokémon sind mit dir. Immer. Bis dann. Ja, bis dann. Gut, dann laufen wir jetzt zur Pokémon-Liga. Hey! Hey Trainer, hast du kurz Zeit? Ich habe es über den Visocaster gehört. Auf Route 7 tobt ein schlimmes Unwetter. Und es soll kein natürliches Schauspiel sein. Irgendwie unheimlich, was? Ja. Maiboreos tauchen überall auf, ne? Besonders auf Route 7. Die Siegestraße steht zwischen dir und der Pokémon-Liga. Willst du sie hinter dir lassen, musst du stärker denn je sein. Vor der Pokémon-Liga zittern sie alle. Die Frage ist jedoch, ob vor Angst oder in freudiger Erwartung. So, was steht denn hier? Steht da etwas über das Unwetter? Den Arenaleiter von Twindrake City. Wahrscheinlich wurde jetzt hier berichtet, dass wir gewonnen haben. Heiße Kämpfe bei hoher Geschwindigkeit. Die Züge der Kampfmetro in Rayono City machen vor nichts Halt. Okay. Gut, dann laufen wir mal zur Route 7. Und gehen der Sache nach. Oder was heißt hier laufen? Oh, ich muss die Pokémon heilen. Wo ist denn Route 7? Die ist hier, ne? Ja, Route 7, genau. Also müssen wir nach Panero City jetzt. Und schwupps. Okay, dann heilen wir die Pokémon schnell. Rennen. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Schnauze, gib mir meine Pokémon wieder her. Okay, und ich komme nicht wieder. Das sage ich jedes Mal und doch komme ich immer wieder zurück. Wie von einer bösen Macht getrieben irgendwie. Na gut, wofür gibt's Fahrräder? Bitte schön, Fahrrad. So, das Fahrrad will ich nur verwenden bei Orten, wo wir schon waren. Und oh! Ah, es regnet! Oh mein Gott. Es wird immer stärker. Oh mein Gott. Ein wildes Pokémon. Ein Kukumada. Es regnet. Ja. Toll. Wissen wir ja schon. Zum Kämpfen habe ich jetzt keine Zeit. Wir sind eh zu stark für dieses. Ich verändere mal die.
Ich wollte gerade die Position ändern. Vielen Dank, wildes Zebritz, genau. Zebritz. Ihr seid immer Ille Zeber. K.A. warum? Jetzt komm, ich weiß, dass es regnet. Also lass mich in Ruhe. Komm, jetzt mal in Schutz rein. So, Schutz. Ach, verdammt, das sind die Medizinsachen. Hier ist der Schutz. Okay. Laufen wir einfach mal weiter das Gras, mal schauen. Just for fun. Und hier. Oh, hier kommt langsam ein starker Wind, ich sehe jetzt nichts mehr. Boah, das ist ein Sauwetter hier. Sehr widerlich. Yeah. Was ist da? Potzblitz! Da ist ja das Pokémon schon wieder! Ey, Potzblitz, da ist ja das Pokémon schon wieder! Was dich bloß ins... Was... Wag dich bloß nicht ins Hohlgras, Kind! Dieses Pokémon könnte zu stark sein! Sich hier beim Wind und Regen zu unterhalten? Ich weiß nicht! Komm doch zu mir und nach Hause, da ist es gemütlicher! Ja gut, wenn du meinst, alte Dame. Alles sehr merkwürdig. Ah, danke, dass du mir den Stuhl überlässt, alte Frau. Auch deine Jugend schützt dich bei dem kalten Regen nicht vor einer Erkältung. Willst du einen Teller Suppe? Ich hoffe, sie schmeckt dir. Ja. Gut so. Du bist jung und brauchst nicht zurückhaltend zu sein. So, mal schauen, hier in einer gibt es dieses Pokémon namens Boreos, das für die ganzen Unwetter verantwortlich ist. Es fliegt durch die Region und bringt stürmischen Wind und heftigen Regen. Komm, iss, das wird dich wärmen. Suppe mit köstlich viel Gemüse, absolut köstlich. Die gesamte Ernte wird von diesem endlosen Regen zunichte gemacht. Dieses Pokémon macht uns wirklich das Leben schwer. Ich wollte es mir schnappen, aber es fliegt ständig umher. Komm, wenn man es erspäht, ist es auch schon wieder weg. Es durchfliegt ganz einer an einem Tag. Morgens fliegt es im Süden umher und nachts trifft man es im Norden an. Hier kommt es immer abends vorbei. Okay. Na ja, schön. Und der Regen ist weg. Hey! Was ist das? Oh mein Gott! Und es fängt wieder zum Regnen an. Das scheint wohl das Pokémon zu sein, was die alte Dame gemeint hat. Was für ein heftiger Sturm. Der soll ja das Werk dieses Pokémon sein. Und weg ist der Regen. Komisch. Wo ist es jetzt? Mal schauen. Ich gehe mal wieder ins Haus und gehe wieder raus. Vielleicht. Nein, hier ist jetzt wieder Friede, Feuer, Eierkuchen. Aber ich weiß, wie wir herausfinden können, wo Boreos jetzt ist. Und zwar müssen wir einfach zu einem Tor hingehen. Und da wird bestimmt schon eine Meldung dran stehen oder sowas. Es ist immer das Gleiche. Ich let's play und es kommt ein neues Apple Update. Apple und Java sind jetzt meine Feinde. Apple ist jetzt dazugekommen. So, hier ist das Tor. So, mal gucken. Also, das Datum stimmt wieder nicht, ne? Ein ungewöhnlich starker Sturm wütet. Ja, wo denn? In Findrake City. Ach komm, warum ist es so spät jetzt, oder was? Okay. Die Häuser der Stadt wurden aus den allerneuesten Baustoffen errichtet. Ja, toll, so sehen sie auch aus. In Twin Drake City wird Sicherheit groß geschrieben. Heiße Kämpfe bei hoher Geschwindigkeit. Ja, das hatten wir schon.
komm, ich will jetzt die Nachricht von Boreos sehen. Boreos, ich will die Nachricht sehen. Nein, es ist nicht der 31. Mai, es ist der 31. März. Okay, Route 7, aber da waren wir doch gerade. Oder müssen wir die Route neu betreten? Kann vielleicht sein. Gut, dann gehen wir mal nochmal auf Route 7. So steht es zumindest in den Nachrichten. So, ich fliege. So, Fahrrad raus. Okay. Schutz wirkt nicht mehr. So, wir sind jetzt auf Route 7. Aber da ist nichts. Hä? Hat das Tor mich verarscht oder was? Komisch. Aber es ist ja ein Wander-Pokémon, ne? Wander-Pokémon tauchen ja kommen ja immer random auf. Nach jedem Kampf wechselt es die Route. Vielleicht soll ich so lange im Gras kämpfen, bis das zum Regnen anfängt. Und das dann auf dieser Route ist. So, mal gucken. Also die meisten paar Kämpfe, ne? Ich mache das jetzt so fünfmal und wenn ich merke, es regnet nicht, dann mache ich es offscreen. So, das ist jetzt Kampf Nummer 3. Guck mal da, ein Guckmaler. Hahaha. So, hier ist Kampf Nummer 4. Sisukis! Okay, Flucht. Darauf habe ich jetzt keine Lust. So, ich mache das jetzt offscreen, bis es hier anfängt zu regnen. Bis gleich. So, ich habe jetzt eine Möglichkeit, wie man es leicht finden. Man muss einfach zur Grenze finden, also zur Grenze hingehen, zwischen Route und Stadt, und immer wieder hin und her kommen. Und wenn wir merken, es fängt an zu regnen, dann ist es in dieser Route. So kann man Wander-Pokémon fangen. Ja, jetzt müssen wir einfach hin und her. Oh! Aha! Perfekt! Super und so. Ich hätte vielleicht einen Schutz aktiv machen sollen. Ja, ich weiß, dass es regnet. Danke, Boreos, für diesen Hinweis. Und Flucht. So. Legendäre Pokémon durchdringen Schutz. Also, es wird uns angreifen. Irgendwann. Kann es ja nur um Stunden handeln. So, mal schauen, vielleicht erscheint es ja, wenn wir tiefer in den Sturm reingehen. Aha, der Sturm wird stärker. Viel stärker. Und jetzt sehe ich auch wieder nichts mehr. Vielleicht ist es ja da unten. Jetzt komm schon, Boreos, greif mich an. Greif mich an. Boreos, hallo. Nein! Ich glaube bloß, du willst dich wieder aus dem Staub machen. Oder vielleicht muss der Schutz doch aus sein, damit es auftaucht. Vielleicht ist es hier oben. Ah, die Stimme wird stärker. Jetzt komm schon. Das Wetter ist ganz schön. Es liegt wahrscheinlich wegen dem Wetter. Na gut. Vielleicht taucht es jetzt auf. Boreos, wo bist du?
Greif mich doch an! Ach, Menno! So, Flucht! Nein! Ich hasse dich, Boreos! Wisst ihr was, ich mach's es jetzt offscreen. Bis es nochmal hier zum Regnen anfängt, bis gleich. So, hier bin ich wieder. Und Boreos, du tauchst jetzt auf! Damit es mal klar ist. Nein, dich will ich nicht. Du nährst mich, Zebritz. Vielleicht muss ich sie ja angreifen, die Pokémon. Vielleicht taucht sie ja deswegen nicht auf. Ich probiere es einfach mal so. Stärke. Und tschüss. Ui. Aha! Was ist das? Wenn es regnet, das ist das wilde Wander-Pokémon der einer Region. Es gibt noch zwei, das ist als Voltolos. Das kann man allerdings nur in der Weißen fangen. So, und wie kann uns. Was eignet sich besser, um Wander-Pokémon zu fangen, als der Meisterball? Denn Wander-Pokémon fliehen nämlich immer sofort, deswegen müssen wir den Meisterball sofort verwenden, um es zu fangen. Und Boreos gehört uns, so. Boreos, Wirbelsturm, Flug, Größe 1,50 Meter, Gewicht 63 Kilogramm. Sein Unterkörper ist in eine wolkenartige Energieschicht gehüllt. Es jagt mit bis zu 300 Kilometer pro Stunde durch die Lüfte. Und mein Magen knurrt gerade. So, jetzt haben wir schon eine Box voll. Ist ja schön. Okay, dann fliegen wir mal ins Pokémon Center. Von Twin Drake City, ich wollte schon Drake sagen, und schauen uns dieses legendäre Pokémon an. Ah, der Trainer ist wieder da, der immer seine Pokémon halt. Ah, nein, ich bin nicht wegen dir hier, ich bin hier, um meinen Boreos anzuschauen. Ach so, na gut, wir hören uns bald wieder. Schnauze! Wir haben immer noch jemandes PC, obwohl wir jeden angesprochen haben. Komisch. So, wie ist es denn? Ich gehe mal kurz unsere ganzen Pokémon durch. Fleckneul, Pauli, Rocky, SPIRM, Praktikum, Mucki, Darts, Mr. Krabs, Rinsebacke, Schnappi, Wolli, Obstgarten, Kaktusse, Simvolara, Chili, Lucky, Müllsack, Molly, Zapfen, Pokefake, Didi, Gary, Eiscreme, Donald Duck, Kick, LOL, Iron Ball, Minecraft, Vogel, Healer und Worms. Gut, dann Box 2. Da haben wir Iron Man, Draggy, Viridium, Cobalium und unser. Also, wir haben auch nicht das dritte, ja gut. Mini Dragon, Wassergeist, Flutschi, Lancelot und unser neues legendäres Pokémon Boreos. Okay, die Werte seht ihr nicht gerade. Warte, die Werte Angriff 100 für ein 40er Pokémon. Ganz in Ordnung. Verteidigung 71 ist nicht ganz so hoch. Spezialangriff ist. Ja. Ist sehr hoch. Und irgendwie ist es auch dunkelblau markiert und Spezialverteidigung ist auch rot markiert, fällt mir gerade auf. Keine Ahnung, was das bedeutet. Vielleicht sind es dann. Ich glaube, das ist nicht. Ist das Wesen. Kann sein, dass es das Wesen ist. Was da so markiert ist, so blau und rot. Okay, die Attacken sind Vergeltung, Windschnitt, Sondersensor und Agilität. Nun gut.
Sehr pedantisch. Lesen sagt, okay. Nun gut. Wir haben noch 10 Minuten. Wie machen wir denn jetzt die 10 Minuten? Ich habe noch was, was wir machen können. Quasi, um noch die 10 Minuten totzuschlagen. Und zwar... Naja, es ist nichts ganz so Aufregendes, aber haben wir noch nicht gemacht und ich wollte schon immer machen und ich habe jetzt die Gelegenheit nutze ich jetzt, weil wir haben noch 10 Minuten und jetzt gehen wir mal nach Rayon City und gehen zum Riesenrad, denn da gibt es noch was zu tun. Ah, das Riesenrad ist hier. Dieses wunderschöne warme Wetter sei ein paar Tagen. Es seit ein paar Tagen, ist wirklich herrlich. Ja, vor allem bei Boreos, ne? Ah ja, hey du da, hast du gerade was Spannendes vor? Falls nicht, wäre es echt super, wenn du eben ein wenig Zeit für mich erübrigen könntest. Ich würde gerne ein kleines Kämpfchen gegen dich wagen. Na, was sagst du? Na gut, danke, du bist aber echt locker drauf. Also, dann wollen wir mal schnell mit dem Kampf loslegen. Ja, so starke Pokémon hat sie nicht. Gegen die konnte man schon seit dem vierten Arenaleiter, seit der vierten Arenaleiterin kämpfen. Die hat nämlich nur ein schwächliches Molly Morbe Level 25. Ich kann sogar unser Kampf-Pokémon Chuck Norris besiegen. Einfach eine Stärke und tschüss. Okay. Und das war schon. Uff, das war schon. Ich habe ja schnell verloren. Ja, bestimmt. Boah, dein Pokémon-Team ist aber wirklich stark, Kevin. Ich hab dir auch gar nicht meinen Namen gesagt, woher weißt du, dass ich Kevin heiße? Da hätte ich doch glatt noch eine Bitte. So einen fähigen Trainer trifft man schließlich nicht alle Tage. Willst du mit mir vielleicht eine Runde mit dem Riesenrad drehen? Du kannst mir eine solche Bitte bestimmt nicht abschlagen, oder? Nun komm schon, lass uns einsteigen. Ja gut. Ah, Sonnenuntergang. Oh, jetzt sind wir schon echt weit oben. Meine Höhenangst macht sich bemerkbar. Ich habe auch Höhenangst übrigens, ne? Nur als Randnotiz. Oh, diese Gondel wackelt mir so sehr. Das ist mir zu hoch, ich habe Angst. Ja, wo ich das erste Mal Riesenrad gefahren war, ging es mir nicht anders. Hilfe! Ich halte es nicht mehr aus! Bitte! Lass mich jetzt nicht allein! Ach, wie schön! Oh, vielen Dank! Weißt du, ich wollte ja immer mal mit diesem Riesenrad fahren, aber die lassen einen nur zu zweit in die Gondeln. Und mit einem von meinen Freunden traue ich mich nicht zu fahren. Das wäre mir so peinlich, wenn ich auf einmal das große Zittern da oben bekäme. Die Sache ist nämlich die, ich habe furchtbare Höhenangst. Aber zum Glück bist du ja gekommen bist du genau im richtigen Moment vorbeigekommen. Sei mir bitte nicht böse, dass ich dich damit so überfallen habe. Aber ich muss sagen, das hat mir jetzt doch richtig Spaß gemacht. Wenn du willst, können wir ja gerne wieder mal eine Runde wagen. Ja, vielleicht. Aber nur vielleicht. Das heißt nie. So, jetzt haben wir ein bisschen Zeit hochgeschlagen. 5 Minuten haben wir noch, also wollte noch 5 Minuten Aufnahme haben. Naja. Ich weiß nicht, dann soll ich noch ein bisschen was von der Route machen oder soll es für den nächsten Part aufheben? Ich glaube, ich beende dann den Part. Sorry Leute, aber dann dafür gibt es morgen einen extra großen Part. Weil wir haben morgen echt viel zu tun. Morgen müssen wir zur Siegestraße hinlatschen und vielleicht, wenn ich lustig drauf bin, machen wir sie bis sogar noch. Und zwar gründlich. Das würde dann ungefähr eine Stunde dauern, kann ich euch versprechen. Aber ich muss mir nur überlegen, ob ich die Siegestraße morgen noch mit einbaue in den Part. Dann mache ich das also wieder gut. So, dann gehen wir mal auf Route 10.
und gehen hier mal raus. Wir sind jetzt auf Route 10. Bis zum nächsten Part, also bis morgen. Servus!